herzlich willkommen jetzt offiziell zum Naturwesenkurs. Die Anneliese hat mich vorgestellt. Ich bin der Oliver Ehreni, bin seit fast 22 Jahren selbstständig jetzt als Energetiker. Das heißt, ich habe mit Abstand nicht das Kräuter- und Pflanzenwissen, das ihr euch angeeignet habt, da von der Anneliese und Co., sondern ich komme da mehr aus der energetischen Seite. Und die energetische Seite ist ja was, wie soll ich das sagen, grundsätzlich ist es die Anschauung oder so wie ich arbeite, dass alles irgendwo einen Fluss hat, alles eine Energie hat. Also das heißt, es ist egal, ob ich mir jetzt einen Menschen, ein Tier, einen Ort, eine Pflanze anschaue oder wie ich mich dieser Begebenheit nähere, wenn ich es mir auf der energetischen Ebene anschaue. Es gibt für jede Gruppierungen eigene Experten, eigene Regeln und die kann man sich dann natürlich auch aneignen. Und wir schauen uns heute eben dieses Naturwesen, diesen Begriff Naturwesen an. Ich werde es relativ nüchtern und erdig angehen. Es wird dann nachher blumig, nachdem wir uns auch mit Blumen beschäftigen werden. Also ich schaue, dass ich euch möglichst im Anfangsteil einmal so Grundlagen vermittle, wie man die Sachen angehen kann. Die könnt ihr dann auch auf andere Sachen ummünzen und anwenden. Also das ist jetzt nicht exklusiv nur Naturwesen, bitte, ja? Sondern wenn man mal dieses Denken und diese Art hat, sich zu nähern, sich anzunähern an die geistige Welt, kann man das in allen Lagen machen. Das heißt, ihr könnt das dann auch machen. Wir werden ein bisschen medial arbeiten. Wir werden einmal schauen, was wir da machen können, wie wir da uns ein bisschen öffnen können, wie wir das angehen können. Das kann man ganz leicht lernen. Da habe ich eine Technik für euch. Und je mehr man übt, umso besser wird man. Ich denke, das ist bei den Kreideln dasselbe. Oder bei allem, was man tut. Und mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir beginnen mit diesen, ja, mit der Wirklichkeit der Wirkung der Natur. Jetzt habt sich ihr natürlich aus eurem Metier, aus eurer Leidenschaft für die Kräuter schon beschäftigt. Das sagt, naja, das ist nicht nur ein Baum, sondern das ist eine Wirkung dahinter. Da gibt es gewisse Zusammensetzungen, das wirkt, ich habe schon einen Allergiespray genossen, in dieser Zusammensetzung wirkt es jetzt antiallergisch oder halt, was weiß ich, beruhigend, ist ja ganz egal. Also wenn ich so ganz einfach so Lavendel oder was Beruhigendes und so weiter. Also das heißt, man hat schon eine Wirkung in der Pflanze entdeckt. Und die Frage ist ja natürlich, wie kommen wir denn da drauf? Wir können jetzt natürlich alles probieren, uns durch die Wiese durchkosten und gehen wir mal davon aus, da hätten wir relativ viel Kollateralschaden gehabt, wenn jeder jedes Kreidel einmal gegessen hätte und die Leute waren umgefallen oder halt nicht. Und ich bin der Meinung, es ist halt so, dass es schon immer Leute gegeben hat, die intuitiv sich dem genähert haben, die gesagt haben, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so geschickt oder das nur vorsichtiger dosieren oder das könnte dann so helfen. Ja. Ein System, das relativ gut bekannt ist und das relativ verbreitet ist, wo wir dieses auch so dieses Denken haben, was ist dahinter, ist die Astrologie, da haben wir auch dieses Analogiedenken. Das kennt ihr ja auch, wo man dann sagt, naja, der Mars steht für Kraft oder für Power, für Energie. Auch da haben wir dieses Denken, da geht es ja nicht darum, dass der Planet irgendwie wirkt auf der Erde, sondern der Planet ist Symbol für etwas, ne? Und das Symbol wirkt dann. Und das ist eben so der große Punkt schon bei den Naturwesen. Wir arbeiten mit einem Symbol. Das heißt, ich würde es mir wünschen. Es kann sich jeder vorstellen und einbilden, was er will. Aber ich würde mir wünschen, wir reden über etwas Unsichtbares. Und weil es unsichtbar ist, sollte man möglichst klar bleiben bei der Sache. Das heißt, je blumiger wir werden, ist zwar nett, ist zwar ekstatisch, aber es hilft uns oft nicht weiter, es verwirrt uns oft mehr. Also wir könnten jetzt anfangen und sagen, okay, da stehen jetzt die Zwergerl auf der Wiesen und da hüpfen die Elfen herum. Die Frage ist nur, wie erden wir das so oder wie verwenden wir das dann für unsere Arbeit oder ihr auch für eure Kräutertinkturen oder für eure praktische Arbeit, dass man sagt, wie wird denn das konkret? Weil das mag ja sein, ich sehe es ja nicht, wir sehen es alle nicht, ob da jetzt Elfen herumhüpfen oder nicht auf der Wiese. Kann sein, ja, ist ein netter Gedanke. Kann man sich auch schön vorstellen, dass die da tanzen und in der Wiese und wir haben das Licht. Und das ist ja inspirierend. Das macht Freude. Aber der Punkt ist dann, wie destillieren wir dieses Bild? Und deshalb lade ich euch ein, dass ihr gleich einmal in Symbolen zu denken anfangt. Das heißt, eine Elfe, ja, wie schaut denn die aus normalerweise? Wie wird die dargestellt? Bitte? Mit Flügel, genau. Habt ihr schon einmal einen Menschen mit Flügel herumrennen gesehen? Ja, ja. Schon, ja. Okay, cool. Also im Forschinger. Okay, gut.
und mit Arschgeweih. Nein, also es ist auf jeden Fall so. Es ist auf jeden Fall so. Normalerweise, also wir kennen uns jetzt so nicht, dass man sagt, es gibt da jetzt Leute mit Flügeln. Und da, das ist schon so ein Bild, genauso wie die Engel, dass es ein Symbol ist. Das heißt, da wird etwas, was wir nicht sehen können, dargestellt. Da wird etwas Geistiges dargestellt. Wie der Heiligenschein in der Kirche. Da wird was symbolisiert. Ja. Das heißt nicht, dass wir mit so einem Heiligenschein herumrennen. Ja. Und wenn wir mal ein Symbol verstehen, wie im Straßenverkehr, da steht Stopp, ja, das ist jetzt nur das Symbol. Stehen bleiben müssen wir auch selber. Ja. Stopp wirkt jetzt nicht für uns. Wir müssen darauf reagieren. Und genauso können wir mit diesen Symbolen arbeiten. Aber das Symbol ist eben nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt, wenn wir uns jetzt nur vorstellen, ja, da hüpfen die Elfen rum oder die Zwergerl, dann bleiben wir auf einer gewissen Ebene, die dann aber vielleicht schön ist. Schöngeisterei ist wunderbar, aber da können wir unsere Märchen auch vorlesen. Ja? Das beseelt uns auch und das inspiriert uns auch. Der Punkt ist ja, wie können wir das schaffen, dass das wirkt, dass das konkret wird. Dass ich eine Verstärkung im Geschmack meines Kräutertees schaffe zum Beispiel. Ja? Dass ich eine Heilwirkung vielleicht verstärken kann in einer Pflanze. Und das ist ja, denke ich, so der praktische Zugang und den verfolgen wir auch heute. Oder den schaue ich auch, dass wir da heute reinbringen. Auch wenn wir sehr feinstofflich sprechen werden. Ja? Gut. Das Thema mit der Energie ist, sie ist unsichtbar. Ja? Und ich erkläre es immer so, es gibt eine Wirklichkeit. Der Kurs heißt auch so Wirklichkeit der Natur. Was wirkt in der Natur? Das ist genauso wie was wirkt in einem Menschen. Ich kann mir das jetzt anschauen, ich kann mir euch anschauen. Und dann kann ich immer sagen, okay, was wirkt, was west in jedem von uns? Ja? Und das ist halt was, was man nicht als erstes sehen kann. Das ist nicht das, was man mit einem offenen Auge sehen kann. Das ist was Unsichtbares. Und wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, fangen wir beim Menschen an. Wie können wir uns der nähern? Über Gefühle und Gedanken, würde ich jetzt einmal vorschlagen. Die sind auch unsichtbar. Die sind da. Ja? Wir können nur sagen, ich habe das jetzt gedacht. Und ein Gedanke verursacht womöglich Stress. Wenn ich jetzt Angst habe, dass der Bär aus dem Wald kommt und mich frisst, dann habe ich da vielleicht Angst. Ja, oder da kommt ein Hund raus und beißt mich. Das kann ich mir denken. Das ist aber nicht real. Aber es hat eine Wirkung in mir. Es ist eine Wirklichkeit. Und so kann man sich so das Energiefeld vorstellen, wie ein Gefühl, Gedanken. Und die Kunst ist jetzt, und die Frage ist jetzt, wie visualisiere ich das? Wie mache ich das sichtbar? Das ist die Frage. Und da gibt es ja dann diese ganzen Bilder, diese, ja, das sieht wer die Aura, das sieht wer die Chakren und sonst was. Der Witz ist ja dabei, das sind auch nur Symbole. Also ein Chakra ist jetzt kein Organ wie die Leber, das kann ich nicht rausnehmen oder so konkret wie eine Hand. Ja, es ist ein Symbol, es ist eine Orientierungshilfe in der feinstofflichen Welt, es ist ein Modell, es ist ein System. Und das wird aber so oft missverstanden, weil die Leute sagen, es gibt das Symbol, ne? Und das sehe ich jetzt. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, ich mache eine Meditation mit euch, wir sehen alle die Elfen über die Wiese hüpfen, das ist kein Problem. Werden wir es uns alle einbilden. Wenn ich sage, linkes Blütenblatt, da oben sitzt die Elfe, werde ich nach der ersten Meditation 6 haben, die sagen, ja, ich sehe es auch. Ist kein Problem. Das ist auch jetzt per se nicht falsch, nur wenn wir bei dem Symbol bleiben, das ist das Problem. Ja, und da bleiben halt irrsinnig viel stehen. Die Frage ist immer nur, was bringt es denn? Was mache ich damit? Ja. Also deshalb versteht es bitte als erstes einmal, ihr könnt gar nicht sehen, weil es unsichtbar ist. Nehmt euch den Druck raus. Also auch wenn ich von Energiefeldern rede, natürlich nehme ich das wahr, ich arbeite seit über 20 Jahren damit. Ja, ich kann sagen, ich sehe die Aura. Aber ich sehe halt da ein System, das für mich logisch ist, wie ich jemanden schnell analysieren kann im Rahmen meiner Tätigkeit. Das ist ja wichtig, ja, dass ich sage, wo kommt jetzt da das Kopf her? Wie läuft das? Kommt das aus dem Familiensystem? Kommt das aus dem inneren Kind und so? Das muss ich ja sehen können, ja, in meiner Tätigkeit. Ja. Und die Frage ist dann eben auch immer, wieso brauche ich denn das? Wieso will ich denn etwas sehen? Wieso möchte ich was erfahren? Also was ist mein persönlicher Zugang dazu? Was will ich damit konkret dann auch einmal anfangen? Ja? Für mich wäre die beste Antwort eigentlich auf diese Frage, dass ich vielleicht was über meine eigene Wirklichkeit herausfinde. Weil alles, was ich mache, ist eigentlich, führt mich irgendwann wieder zurück. Ja? Und so würde ich euch auch einladen. Nämlich nicht, dass ich sage, so, jetzt war ich bei meiner Schwiegertochter, dem Lurer.
Jetzt weiß ich, wie ich es nehme. Ja? Oder da kann ich das jetzt lösen, dass da jetzt wer, dass da jetzt wer einmal zur Erkenntnis gelangt. Ja? Sondern seht es wirklich als Innenreise. Schaut, dass ihr euch beschäftigt. Sobald ihr euch mit der Wirklichkeit beschäftigt, beschäftigt man sich eigentlich mit sich selber. Und so ist jede Reise in die Natur eigentlich auch eine Reise zu den eigenen Wurzeln, zum eigenen Zentrum. Und um das geht es letzten Endes. Es geht darum, dass du reicher an Erfahrungen wirst, dass du klarer wirst, dass deine Bilder lebendiger werden in dir, dass du da aufblühen kannst. Wir sind in einer Zeit, ich weiß jetzt nicht euer Umfeld, ich bin ja ein Stadtkind grundsätzlich, aber wir sind in einer Zeit, wo halt alles nur mehr digital ist, wo alles ganz schnell geht, wo wir von lauter Bildern, Eindrücken überflutet werden, wo aber der analoge Mensch eigentlich noch im Wesen unverändert ist. Egal, unsere Zugänge können sich ändern, unser Lernen kann sich ändern. Ja, wir haben jetzt im Internet diese ganzen Zugänge und so weiter. Aber im Prinzip, im Wesen sind wir immer noch gleich. Da ändert sich nichts. Und wenn ich jetzt einmal den Bogen schlage zur Schöpfungsgeschichte. Ja, ich bin jetzt nicht christlich angehaucht. Ich beschäftige mich nur relativ viel mit diesen Bildern und dieser Symbolik. Oder natürlich bin ich christlich angehaucht, wir sind alle christlich angehaucht, weil wir in dem aufgewachsen sind, das wäre Blödsinn. Ja. Blödsinn, aber ich bin jetzt kein praktizierender Christ, das möchte ich damit sagen. So. Und wenn ihr euch das vorstellt, diese Schöpfungstaten, ja, am Anfang der Bibel, kennt ihr euch ja, also im Anfang schuf, ja, im Hebräischen heißt es Bereshit, bara Elohim. Und das bedeutet, und das ist das Coole, sage ich euch auch noch dazu, vielleicht seht ihr dann die Bibel ein bisschen anders, dieses Bereshit bara Elohim wird bei uns übersetzt mit im Anfang schuf. Ja, und sobald ich was im Anfang habe, heißt das, das ist chronologisch. Ja, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Wisst ihr, wie es übersetzt wird im Kabbalistischen, also im Hebräischen? Das heißt im Prinzip schuf. Im Prinzip schuf Gott. Und da hast du eine ganz andere Aussage schon von diesem ganzen Buch. Das macht dann schon einen ganz anderen Sinn. Ob ich sage, ich erzähle eine Geschichte, ja, da waren einmal Adam und Eva, und die sind irgendwann einmal. Oder ich sage, im Prinzip sind wir so geschaffen. Und es gibt eben so kabbalistische Strömungen, die halt das so auslegen, dass man sagt, die Bibel ist eigentlich ein Handbuch fürs Menschsein. Und jeder, der da drin vorkommt, ist eigentlich nur ein Archetypus. So wie bei Jung. Ja. Kriegerin gibt, Mutter und so weiter. Ja. Und wenn man das einmal so versteht, wird das faszinierend. Dann ist das ein ganz anderer Zugang zu diesen Themen. Und wenn man sich die Schöpfungstaten anschaut, dann wird zuerst, was wird gemacht als erstes? Haben wir Bibelfeste da? Ja, genau. Himmel und Erde, Land und Wasser, geläufig, ja, so klingt irgendwo, irgendwann einmal, am siebten Tag, genau, ja, da, das hast du gemerkt, das ist rund, hast du gemerkt, na gut, also, nee, aber wir haben im Prinzip Dualitäten, ja. Also wir haben immer Unterschiede. Wir haben Himmel und Erde und wir haben Wasser und Land. Das heißt, es ist immer zwei. In Zweiheiten sind die Schöpfungsschritte. Im Prinzip sind wir in Zweiheit geschaffen, in Dualität geschaffen. Ja? So kann man sich das vorstellen. Und alles im Außen ist dual und je weiter wir ins Außen gehen, umso dualer wird es. Ja? Das ist so, umso verzweifelter wird es. So kann man sich das vorstellen. Bild, was vielleicht jeder kennt aus der Familie, wer hat vielleicht Kinder? Handzeichen, die meisten, gut, wunderbar. Oder sonst Familie, Großeltern, ist ganz wurscht. Wenn ihr euch um jemanden sorgt, an jemanden denkt, der außerhalb von euch ist, ja, dann empfindet man sofort eine gewisse Ohnmacht, eine gewisse Angst und so weiter. Also es wird was schwerer. Ja? Mei, wie geht's denn jetzt meinem Sohn? Oder mei, wie geht's denn jetzt der Oma? Die liegt da jetzt krank, was tut sie da? Und da beginnt, man beginnt sich zu sorgen. Und das kommt daher, wenn wir jetzt diesem Bild der Dualität folgen, wenn man sagt, irgendwo hast du einen Punkt, wo du sagst, da bin ich eins, ja, dann bist du immer weiter von deinem Zentrum weg. Und je mehr ich ins Außen gehe, jetzt an diesem Bild, ja, umso verzweifelter werde ich, umso größer wird mein Leidensdruck. Weil ich wo bin, wo ich nichts lösen kann. Lösen kann ich es nur in mir. Das heißt, ist nachvollziehbar? Ja. Gut.
Und da habt ihr dann schon einmal so einen wesentlichen Teil erfahren eigentlich, wo man sagt, okay, wenn ich also einen Leidensdruck habe, bin ich irgendwo abgespalten, bin ich irgendwo verzweifelt, bin ich weg von meiner Mitte. Und je verzweifelter ich werde, umso weiter bin ich weg von meiner Mitte. Da kommen meine Kundinnen und Kunden ins Spiel, meine Klientinnen und Klienten. Die kommen natürlich, weil sie irgendwo einen Leidensdruck haben. Und die sind irgendwo irgendwann abgebogen. Und die bleiben aber dann nur mehr im Außen, weil sie glauben, das Radl rennt ja dann weiter. Ja, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste, statt dass man mal Ruhe gibt und bei sich schaut. Und der schnellste Deeskalationspunkt, den man da machen kann, also ein Tipp für mich, ist einfach, was ist an dieser Situation schlimm für mich? Also nehmen wir das Bild, der Oma geht schlecht im Krankenhaus. Ja? Da können wir nichts ändern. Wir sind jetzt kein medizinisches Fachpersonal, wir können das nicht ändern. Wir können diesen Leidensdruck nicht irgendwie ändern. Da muss die Oma la durch. Ja? Aber was ich ändern kann, ist meine Einstellung dazu. Das heißt, ich kann schauen, was ist schlimm für mich? Und wenn ich sage, da ist schlimm meine Hilflosigkeit. Das ist schlimm, dass ich, wenn ich den wirklich gern habe, dem schlecht geht. Dann kann ich anfangen, mich zu trösten und mich zu deeskalieren und wieder mehr in die Mitte zu kommen. Ja? Und wenn sich jetzt fragt, was erzählt ihr jetzt über Großeltern, das ist eigentlich schon der Punkt, wo ich sage, die Beschäftigung mit den Naturwesen, was wir heute machen, soll dich in deine Mitte bringen. Ganz einfach. Ja? Das ist einfach der ganze Punkt. Es soll dich zurück zu dir führen, zurück zu deinen Wurzeln, zurück zu deiner Kraft. Und dann kannst du daraus natürlich schöpfen. Und du kannst einen anderen Zugang zum Umfeld, zur Umwelt bekommen. Ja? Und im Wesen, im Prinzip, wenn man sagt, im Prinzip sind wir geschaffen, im Prinzip schuf, dann ist alles gleich geschaffen. Das heißt, alles ist aus, ich sage es jetzt biblisch, aus Gott. Alles ist aus der Lebensenergie. Das heißt, wir sind aus denselben Stoffen gewoben. Und jetzt haben wir aber einen Wahnsinnsvorteil des Menschen gegenüber dem Tierreich. Wisst ihr, was das ist? Wir sind am Ende dieser Leiter geschaffen worden. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, die Erfahrungen, die Bilder, die Erlebniswelten von der Erde, auf der wir stehen, die sind alle in uns. Und genauso sind auch diese ganzen Tiere, die Kreaturen, die sind in uns. Irgendwo sind die in uns. Und das Bild möchte ich euch dann nur mitgeben, zum Beispiel Fabeln. Wenn ich euch jetzt sage, der schlaue Fuchs, die listige Schlange, ja? Der treue Hund, ihr habt da sofort irgendwo so Bilder dazu, ja? Über die Tierwelt. Das geht relativ leicht, relativ unbewusst, das haben wir alle drinnen. Und deshalb können wir über diese Bilder, und da sind wir dann schon ein bisschen bei den Krafttieren gelandet, können wir über diese Bilder auch noch einmal Zugang zu uns selber finden. Ja? Nachvollziehbar. Gut. Und das Allercoolste ist, und da werden wir jetzt dann gleich was üben, ich halte dann schon das Maul, das Allercoolste ist, wir können mit dem auch arbeiten. Wir können uns das eigentlich auch als Technik zunutze machen. Nur mal dieser Gedanke, okay, jeder von uns trägt eigentlich die ganze Tierwelt in sich. Wir bleiben jetzt einmal bei der Tierwelt, wir kommen dann auch wieder zu den Pflanzen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen starten mit euch und eurer Medialität, dass wir die da mal ein bisschen in Schwung bringen. Es hat ja jeder diese Sinne. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das hat wer nicht oder es ist wer nicht talentiert. Das ist ein Blödsinn. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich bin nicht talentiert zum Laufen. Naja, wenn ich meinen Hintern bewege, geht's schon. Ja, so ist es nicht. Ich kann halt jetzt wahrscheinlich morgen keinen Marathon laufen, aber wenn ich das trainiere, werde ich das schaffen in 120 Jahren. Aber oder in 2-3 Tagen, weiß ich nicht, ist ja wurscht. Aber es geht ja theoretisch. Das heißt ja nicht, das muss die Bestzeit sein. Aber der Punkt ist einfach, wenn man es trainiert, schafft man es. Das ist der ganze Witz bei der Sache. Und genauso ist es bei der geistigen Welt. Und ich möchte euch jetzt eine Einsteigerübung gleich einmal mit euch machen. Und wenn es nicht so klappt, wie sich das am Anfang vorstellt, es ist eine Übungssache. Die Technik funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht für dich, das kann sein. Wir werden genug machen, wenn du sagst, na, die taugt mir nicht, dann lasst es weg. Also ist jetzt kein Muss, also, ihr müsst euch da jetzt nichts, ihr müsst denn jetzt alles so runterbeten. Aber die Idee ist ja mal, wie schaffen wir jetzt einmal Wirklichkeit zu visualisieren? Und wir machen es bei wem? Beim Komplexesten. Wir fangen beim Schwierigen an, machen es dann immer leichter. Ist das cool? Dann werden die Erfolgserlebnisse mehr. Das heißt, wir fangen jetzt an, dass wir Menschen analysieren und gehen dann erst zu den Tieren. Gell? Ist das toll? Das heißt, wir sind zuerst frustriert und dann wird es immer leichter.
Also das Leichteste zu arbeiten in der Energetik sind Kinder und Tiere. Ja. Also das ist einfach, die sind noch nicht so vernunftbegabt. Das ist sehr, sehr einfach. Kinder können maximal komplizierte Eltern haben, aber sind an sich nicht kompliziert. Also jetzt aus meiner Erfahrung raus, die sind nicht so komplex, wie man glaubt. Die werden erst immer komplexer durch die ganzen Prägungen. Okay.